Miffy spielte mit ihren Freundinnen ein neues Spiel. Aggie tat so, als ob sie krank wäre. Sie lag in Miffys Bett und hatte ein Fieberthermometer unter ihrem Arm. Miffy war die Krankenschwester. Sie sah sich das Thermometer genau an und erschrak. »Doktor, Doktor«, rief Miffy, »ich glaube, Sie sollten sich Aggie mal ansehen.« Da kam Dr. Melanie herein und hob Aggies Hand hoch. »Das könnte etwas sehr Ernstes sein«, sagte sie. »Wir müssen Aggie eine Medizin geben.« »Oh je, Doktor«, sagte Miffy, »wir haben keine Medizin.« Melanie ging in die Küche und sagte zu Miffys Mutter, »Haben Sie vielleicht etwas Medizin, die wir Aggie geben können?« Miffys Mutter lächelte. Sie würde das Spiel mitmachen, denn sie wusste, dass alle kleinen Mädchen gerne Doktor spielen. Also sagte sie, »Ich habe eine sehr gute Medizin. Die wird Aggie schnell wieder gesund machen.« Sie gab Dr. Melanie eine Schüssel voller bunter Bonbons. Melanie gab Aggie ein Bonbon. Dann gab sie Schwester Miffy eins und ein Bonbon nahm sie sich selbst. »Wir müssen ganz sicher sein, dass diese Medizin auch gut ist«, sagte sie. Und dann sagte sie sehr laut, »Aggie ist sehr krank. Sie braucht eine Menge von dieser Medizin.« Miffys Vater war gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. »Was habe ich da gehört?«, sagte er. »Aggie ist krank? Du meine Güte!« »Keine Sorge«, flüsterte die Mutter. »Die Mädchen tun nur so. Sie spielen Doktor.« Als er das hörte, schmunzelte er und sagte, »Da bin ich aber froh, dass wir einen Doktor im Haus haben. Ich fühle mich gar nicht gut.« »Doktor! Doktor!«, rief Miffys Mutter. »Hier ist noch ein Kranker.« Dr. Melanie kam sofort zu Miffys Vater und fühlte seinen Puls. »Aha«, sagte sie, und dann rief sie, »Schwester Miffy, bringen Sie mir bitte meinen Arztkoffer?« Miffy brachte den Koffer und sagte, »Hier ist er, Dr. Melanie.« Melanie nahm das Stethoskop heraus und drückte es dem kranken Vater auf die Brust. Sie horchte ihn sorgfältig ab. »Nun«, sagte sie, »was genau ist Ihr Problem?« »Das ist so«, sagte der Vater, »mir ist nicht gut und ich habe Ohrenschmerzen.« »Also gut«, sagte Dr. Melanie, »das werden wir gleich haben.« Sie nahm einen Verband aus ihrer Tasche und bat Miffy, sich auf einen Stuhl zu stellen. Dann gab sie Miffy den Verband. Miffy wickelte ihn sorgfältig um das Ohr ihres Vaters. Als sie damit fertig war, mussten sie alle sehr lachen, weil der Vater so komisch aussah. Aber Miffys Vater war sehr stolz auf seinen Verband. »Ich glaube, ich habe eine Medizin, die für uns alle gut ist«, sagte die Mutter. »Leckere Eiscreme.« Miffys Mutter ging zum Kühlschrank und kam mit 5 Schüsseln Eiscreme zurück. Sie ließen sich das Eis schmecken. »Dies ist das beste Krankenhaus, das es gibt«, sagte Miffys Vater. Und damit waren sie alle einverstanden. Eines Morgens wachte Miffy auf und sah aus dem Fenster. Überall in ihrem Garten lag dicker weißer Schnee. Sie wollte sofort nach draußen laufen und im Schnee spielen. »Erst musst du dich warm anziehen«, sagte ihre Mutter. Miffy zog ihren Wollmantel an und band ihren Schal um und lief hinaus in den Schnee. »Ich werde einen Schneemann bauen«, dachte sie und fing an, einen Schneeball zu machen. Da kamen Boris und Barbara Bär auf ihren Skiern angelaufen. »Guten Morgen, Miffy«, sagte Barbara. »Boris und ich wollen Skilaufen.
Hast du vielleicht Lust mitzukommen? Oh ja, gerne, sagte Miffy. Ich habe ein paar Skier zu Weihnachten bekommen, aber ich bin noch nie auf ihnen gelaufen. Das macht nichts, sagte Boris. Wir zeigen dir, wie es geht. Miffy freute sich. Sie lief ins Haus und holte ihre Skier. Boris hielt sie fest, bis sie richtig auf ihren Skiern stand. Du siehst schon wie eine richtige Skiläuferin aus, sagte Barbara. Lasst uns hier anfangen, wo es flach ist. Das ist leichter. Guckt mal, rief Miffy ganz glücklich. Ich kann Skilaufen. Und fiel hin. Das macht nichts, Miffy, sagte Barbara. Wir laufen schon lange Ski und fallen auch manchmal hin. Miffy stand wieder auf. Und jetzt lief sie schon viel besser. Das macht Spaß, rief Miffy fröhlich. Lasst uns zu Tante Alice Haus auf dem Hügel gehen. Dann können wir auf dem Heimweg bergab laufen. Sie versuchten, auf ihren Skiern den Hügel hochzugehen. Aber Miffy rutschte immer wieder zurück. Boris half Miffy. Er zeigte ihr, wie man die Skier vorne nach außen stellt, sodass sie nicht mehr wegrutschen können. Das werde ich schon schaffen, sagte Miffy. Sie versuchte es und es ging. Der Weg war sehr anstrengend und als sie am Haus von Tante Alice ankamen, waren sie ganz außer Atem. Tante Alice hörte das Geräusch von Skiern im Schnee und ging hinaus, um Boris, Barbara und Miffy zu begrüßen. Guten Tag, ihr Skiläufer, sagte sie. Ich glaube, ihr könnt eine Tasse heiße Schokolade vertragen. Die drei nahmen ihre Skier ab und gingen mit Tante Alice ins Haus. Sie freuten sich auf die heiße Schokolade. Danke, Tante Alice, sagte Miffy. Jetzt kommt das Lustigste am Skilaufen. Jetzt geht es bergab. Sie verabschiedeten sich von Tante Alice und stiegen wieder auf ihre Skier. Sei vorsichtig beim Runterfahren, sagte Boris. Du musst noch lernen, abzubremsen, damit du nicht zu schnell wirst. Miffy konnte es kaum erwarten. Und schon lief sie los. Immer schneller und schneller den Hügel hinunter. Es machte Spaß, aber sie hatte auch ein bisschen Angst. Sie wusste ja noch nicht, wie man bremste. Und als sie an eine kleine Erhöhung kam, flog sie darüber hinweg und landete im Schnee. Boris und Barbara liefen zu ihr. Miffy sagte, heute Morgen wollte ich einen Schneemann bauen. Und jetzt bin ich selber einer. Darüber mussten sie alle drei lachen. Miffys Vater war sehr stolz auf sein schönes Familienauto. Er putzte es oft, weil er gerne in einem sauberen Auto herumfuhr. Heute ist es sonnig und trocken, sagte er. Wir könnten eine Autofahrt machen, ohne dass unser Auto schmutzig wird. Miffy fragte, und wo wollen wir hinfahren? Wir können aufs Land fahren und auf dem Weg kurz bei Tante Alice anhalten. Vielleicht hat sie Lust mitzukommen, sagte die Mutter. Oh ja, mit Tante Alice macht es immer Spaß, sagte Miffy. Dann fuhren sie los. Als sie bei Tante Alice ankamen, stiegen Miffy und ihr Vater aus. An der Tür hing ein Zettel. Der Vater las ihn laut vor. Ich besuche Boris und Barbara Bär, bin bald zurück. Wir können doch auch zu Boris und Barbara fahren, sagte Miffy. Sie fuhren in den Wald, wo Boris und Barbara wohnten. Auf dem Weg lagen viele Blätter. Als sie mit dem Auto hindurchfuhren, wirbelten die Blätter hoch und fielen dann auf das saubere Auto. Das macht nichts, sagte Miffys Vater. Das sind nur ein paar Blätter. Die sind schnell weggewischt. Ganz in der Nähe von Boris und Barbaras Haus mussten sie um eine Ecke fahren. Und bevor Miffys Vater bremsen konnte, fuhren sie über einen Haufen dorniger Äste.
kam es aus einem der Reifen. Oh nein, sagte Miffys Mutter. Einer von unseren Reifen hat ein Loch. Wer wirft denn auch solche dornigen Zweige mitten auf den Weg? Sagte der Vater. Die waren so plötzlich da, ich konnte nicht mehr bremsen. Da kam Boris ihnen entgegengelaufen. Er hatte eine Harke in der Hand. Hallo, rief er. Ich habe den Krach gehört und wollte sehen, was los ist. Zum Glück ist euch nichts passiert. Ich habe die alten Dornenbüsche runtergeschnitten und wollte die Äste gerade aus dem Weg räumen. Aber ich bin wohl zu spät gekommen. Na ja, sagte der Vater. Ich habe noch einen Ersatzreifen in meinem Kofferraum. Es ist also nicht so schlimm. Ich helfe dir, den Reifen zu wechseln, sagte Boris. Es war eine schwere Arbeit. Und eine sehr schmutzige. Der Anzug von Miffys Vater war voller Flecken. Als sie den Reifen gewechselt hatten, kam Tante Alice vorbei. Hallo, sagte sie. Was macht ihr denn hier? Wir wollten dich und Barbara besuchen, sagte Miffy. Wie schade, sagte Tante Alice. Ich bin schon auf dem Weg nach Hause. Es ist ein weiter Weg und es wird bald dunkel. Wir haben uns verspätet, weil wir einen kaputten Reifen hatten. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung und wir können dich nach Hause fahren, sagte Miffys Vater. Oh, danke, sagte Tante Alice. Das ist sehr nett von euch. Und los ging's. Mit einem neuen Reifen und Tante Alice. Es fing an zu regnen. Und bald war der Boden nass und matschig. Als sie Tante Alice abgesetzt hatten und zu Hause ankamen, war ihr Auto voller Matsch. Miffy sagte zu ihrem Vater, es war eine gute Idee, dass du dein Auto heute Morgen so schön sauber gemacht hast. Da mussten sie alle drei lachen. Es war Herbst und die Blätter fielen langsam von den Bäumen. Eines Morgens guckte Miffys Mutter aus dem Fenster und sagte, Miffy, möchtest du mir helfen, die Blätter zusammenzuharken? Wir können sie nicht während des Winters auf dem Rasen liegen lassen. Oh ja, Mutter, sagte Miffy. Das macht bestimmt Spaß. Sie nahmen beide eine Harke und fingen an, die Blätter zusammenzuharken. Und es dauerte nicht lange, da hatten sie einen großen Blätterhaufen. Du hast schwer gearbeitet, Miffy, sagte die Mutter. Komm ins Haus. Ich mache dir eine schöne Tasse heiße Schokolade. Während Miffy und ihre Mutter im Haus waren, kam Schnuffi in den Garten gelaufen und sah den großen Blätterhaufen. Schnuffi dachte, der wäre für sie zum Spielen da. Bald war der ganze Garten wieder voller Blätter. Oh, Schnuffi, sagte Miffy und lief in den Garten. Ich weiß, das macht dir Spaß, aber wir haben schwer gearbeitet, um alle Blätter zusammenzuharken. Aber das verstand Schnuffi natürlich nicht. Sie wedelte mit dem Schwanz und bellte fröhlich. Da kam Miffys Mutter und sagte, Schnuffi, wenn du brav sitzen bleibst, bis Miffy und ich die Blätter wieder zusammengeharkt haben, bekommst du von uns einen leckeren Knochen. Miffy und ihre Mutter machten sich an die Arbeit und bald waren alle Blätter wieder auf einem Haufen. Es war noch schwerer gewesen als das erste Mal. So, Schnuffi, sagte Miffy, du warst sehr brav und bist nicht in den Blätterhaufen gesprungen. Jetzt hast du dir deinen Knochen verdient und Mutter und ich eine schöne Limonade. Sie gingen zusammen ins Haus. Nach einiger Zeit ging Miffy hinaus und sah, dass der Garten schon wieder voller Blätter war. Oh nein, dachte sie.
Jetzt muss ich die Blätter zum dritten Mal zusammenharken. Aber dann entdeckte sie, dass der große Blätterhaufen in der Ecke des Gartens noch da war. Wo kommen denn nun diese Blätter wieder alle her? Fragte sie ihre Mutter. Das sind nicht die Blätter, die wir heute Morgen zusammengeharkt haben, sagte die Mutter. Es hingen immer noch Blätter an den Bäumen und die sind jetzt heruntergefallen. Wenn wir die noch zusammenharken, dann sind wir mit unserer Arbeit fertig. Aber Miffy war zu müde, um auch nur noch ein einziges Blatt zu harken. Sie ging ins Bett und träumte von Millionen von Blättern, die durch die Luft flogen. Als sie am nächsten Morgen aufwachte, war sie ganz erstaunt. Es lag nicht ein Blatt in ihrem Garten. Die Blätter waren einfach verschwunden. Mutter, rief Miffy ganz aufgeregt. Wo sind die Blätter? Sie sind alle weg. Wie kann das sein? Es war letzte Nacht sehr windig, sagte die Mutter. Hast du das nicht gehört? Ich habe von dem Wind geträumt, sagte Miffy, aber es war wirklich nur ein Traum. Das war kein Traum, sagte ihre Mutter. Aber dieses Mal hat uns der Wind geholfen. Er hat alle Blätter weggeweht. Und jetzt sind auch keine Blätter mehr an den Bäumen. Wir brauchen also dieses Jahr nicht mehr zu harken. Darüber war Miffy sehr, sehr froh. Miffy biss in einen großen Keks. Das machte ein knuspriges Geräusch. Da hörte sie ein Kratzen an der Tür. Sie machte die Tür auf und da war Schnuffi. Machte Schnuffi fröhlich und wedelte mit dem Schwanz. Du hast wohl gehört, wie mein Keks geknuspert hat, sagte Miffy. Du möchtest sicher auch einen haben. Sie gab Schnuffi ihren Keks. Schnuffi fraß den Keks mit großem Appetit. Plötzlich stutzte sie und spitzte die Ohren. Was kannst du denn jetzt schon wieder hören? Fragte Miffy. Schnuffi lief zur Tür und kratzte daran. Miffy öffnete die Tür und sah, dass ihr Vater mit dem Auto nach Hause kam. Du hast Vaters Auto schon von Weitem gehört, Schnuffi, sagte Miffy. Du hast ein sehr gutes Gehör. Nach dem Essen wurde Schnuffi wieder ganz unruhig. Sie wollte raus. Miffy fragte ihre Mutter, ob sie mit Schnuffi nach draußen gehen dürfte. Ja, aber komm nicht zu spät nach Hause, sagte die Mutter. Miffy ging hinter Schnuffi her. Sie wollte wissen, was der kleine Hund gehört hatte. Da blieb Schnuffi plötzlich stehen und stellte ihre Ohren auf. Was hörst du denn? Fragte Miffy. Schnuffi bellte, als ob sie sagen wollte, hör doch mal. Miffy lauschte ganz angestrengt und dann hörte sie einen Vogel zwitschern. Aber sie konnte ihn nicht sehen. Kannst du den Vogel sehen, Schnuffi? Fragte Miffy. Da war er. Der hübsche Vogel flog auf und davon. Und schon wieder spitzte Schnuffi die Ohren. Sie schien überall fremde Geräusche zu hören. Was konnte es dieses Mal sein? Schnuffi war ganz aufgeregt. Miffy konnte nichts hören. Plötzlich lief Schnuffi in den Wald. Vielleicht hört sie einen Frosch, dachte Miffy, oder eine Ente auf dem Teich. Schnuffi lief immer weiter. Sie lauschte kurz und dann lief sie wieder weiter. Was das wohl sein kann, dachte Miffy. Sie musste sehr schnell laufen, um Schnuffi folgen zu können. Schnuffi wurde immer aufgeregter. Ich möchte wirklich wissen, was sie da hört, dachte Miffy. Miffy konnte immer noch nichts hören. Es war ganz still im Wald. Schnuffi lief immer weiter. Und dann hörte auch Miffy ein Geräusch, das sie nicht kannte. Es hört sich ein bisschen an, als ob Boris Holz sägt, dachte sie. Aber es war nicht das Geräusch einer Säge. Es war viel lauter.
Miffy und Schnuffi kamen an eine Lichtung und jetzt konnten sie sehen, woher das komische Geräusch kam. Von Boris. Boris Bär saß an einem Baum und schlief tief und fest. Und er schnarchte. Schnuffi fing an zu bellen und Boris wachte auf. Ihr seid es, sagte Boris. Hallo Miffy, hallo Schnuffi. Ich habe den ganzen Morgen im Wald gearbeitet und da muss ich hier eingeschlafen sein. Miffy fand das sehr lustig. Schnuffi konnte dich den ganzen Weg von unserem Haus bis hierher hören, sagte Miffy. Entweder du schnarchst sehr laut oder Schnuffis Gehör ist sehr gut. Miffy, 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 komm, deine Freunde warten schon. Schnuffi, Grunty, Boris Bär, Papi Pig und viele mehr. Und zusammen glaubt